Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 29 Tage bis Ostern. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und so geht es heute ganz programmatisch um Lazarus. Heute geht es um Lazarus, aber damit geht es letztendlich um zwei Personen, die in der Bibel vorkommen. Lazarus. Gott hat geholfen, ist die Namensbedeutung, oder Gott hilft. In dem einen Fall erzählt Jesus ein Gleichnis. Selten kommen in einem Gleichnis Namen vor, doch einmal in Lukas 16, da taucht der Name Lazarus auf. Ein Bettler, der nicht genügend zu essen hatte, und ihm tritt in der Ewigkeit ein reicher Mann gegenüber, der ihn in dieser Welt hat fast verhungern lassen, nichts abgegeben hat von seinem Reichtum. Ein mahnendes Beispiel, diese Erzählung, eindringlich ist sie, eindringlich auch, dass Jesus hier ganz explizit lehrt, dass es in der Ewigkeit durchaus eine Trennung gibt von Gott, eine Trennung von Gott, die in dieser Welt schon angefangen hat, wo ein Mensch hier in dieser Welt schon gesagt hat: Ich will mein Ding machen, ich will mein Leben leben, ich will nicht barmherzig sein, ich will nicht die Liebe Gottes weitergeben, die mich vielleicht oder auch nicht schon mal mehr oder weniger stark berührt hat. Ich lasse es. Das ist der eine Lazarus. Der andere Lazarus, eine tatsächliche Person. Eine tatsächliche Person, die, wie uns vielleicht bekannt ist, der Bruder war von Maria und Martha. Und er ist tatsächlich gestorben, aber Jesus hat es eben nicht zugelassen, dass dieser Lazarus, sein Freund, dass er bei den Toten bleibt. Jesus weckt ihn von den Toten auf, so wie schon die Tochter des Jairus. Und dann stellt sich die Frage: Wie viel Bedeutung hat der Tod? Ist es immer noch der schlimmste Feind des Lebens? Gehört er zum Leben dazu? Was ist das Leben? Wozu leben wir? In der Passionszeit, da bedenken wir grundsätzlich das Leiden und Sterben Jesu Christi, aber nicht, um uns dabei schlecht zu fühlen, sondern um zu wissen, dass es einem anderen schlecht ging, damit es uns gut geht. Denn er sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich ergänze, das Leben in Fülle ist in ihm. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird leben. Und alle lebensfeindlichen Kräfte haben in seinem Leben nicht mehr das letzte Wort, weil Gott uns in Christus die Sünden und unsere Vergehungen und Fehler vergeben hat. So heißt es in Epheser Kapitel 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, auch euch, ergänze ich, ist das ewige Leben geschenkt, das hier schon anfängt. Nicht etwas, was sich nur auf die Ewigkeit bezieht, sondern ewige Leben heißt Leben in Gottes Nähe und Gegenwart. Und das beginnt schon jetzt und hier. Und das machen diese beiden Lazarusse deutlich. Deswegen meine Bitte heute: Lest in Auszügen vielleicht oder auch vollständig Johannesevangelium Kapitel 11, Verse 1 bis 44 und Lukasevangelium Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Und sprecht mit Jesus darüber, was es bedeutet, wenn er sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Was es für dich bedeutet, was es für deine Familie bedeuten könnte oder für deine Freunde. Und bring diese Gedanken alle zu Jesus hin. Einen gesegneten Tag wünsche ich.